Ja, mein größter Erfolg war nach 10 Jahren Wohnungspolitik, 5 Jahren davon den Wohnsitz in der im Wohnungspolitischen Ausschuss, dass ich das Handlungskonzept Wohnen durchsetzen konnte, womit erstmalig in Düsseldorf akzeptiert wird, dass man Wohnraumpolitik steuern muss, indem man geförderten Wohnraum und preisgedämmten Wohnraum ermöglicht und einfordert bei den Investoren. Auch andere Themen in diesem Bereich werden damit endlich nach vorne gepusht. Es wird anerkannt, dass es Probleme gibt, Wohnraum in ausreichendem Maße zu generieren. Meine größte Enttäuschung war, dass nach 12 Jahren intensivster Arbeit zum Thema Diamorphinvergabe für Langzeitsuchtkranke, Drogenkranke, nach wie vor es keine Diamorphinvergabe gibt, dass, obwohl wir die Hürde auf Bundesebene geschafft haben, dass das Gesetz endlich geändert wurde, dass es möglich war, auf Landesebene alles geklärt war, wir in dieser Kommune nicht in der Lage waren, diese Diamorphinvergabe zu eröffnen, eine Immobilie zu finden, und überhaupt die ganzen Bedingungen dafür zu schaffen,